Der neue Suzuki Vitara. Mit 4x4 Automat und den modernsten Assistenzsystemen. Mein Vater hat viel richtig gemacht in seinem Leben. Nicht nur schwingerisch, sondern auch am Schwingplatz. Also wenn ich mal werden könnte wie er, wäre das sicher schön. Wenn ich so Geschichten höre, fasziniert mich das schon. Weil er hat 100% gearbeitet, ging nebenbei, hatte eine Familie, ist Vollgas trainieren. Und ja, bei ihm ist sicher auch viel zu kurz gekommen. Aber das motiviert mich. Score the goal, baby, like the lamp. Before you get the bell, gotta fight the champ. Come out fighting, baby, come out swinging. You got the medal, better throw my ring in the bell ringing in the ring. Ich bin von der Ferien zurück. Ich konnte dort super Energie tanken. Ich bin jetzt wieder voller Motivation. Und jetzt hier im Langhantel-Techniktraining. Ich habe in den Medien gelesen, dass ich den Rücktritt geben wollte. Oder ein bisschen darum spekuliert wurde. Ich war selber erstaunt. So etwas hätte ich nie gesagt. Ich denke, ich bin 22. Ich habe noch manches Ziel vor mir. Und will weiterhin Vollgas geben. Also dort kann ich definitiv Entwarnung geben. Das, dass ich die SAF aufgeben verletzungsbedingt, bin ich vielleicht durch das fast ein bisschen mehr motiviert gewesen, jetzt wieder nachzukommen, wieder Vollgas geben im Training. Weil ich gleich etwas aufzuholen, ich will das wieder gut machen, einfach auch für mich. Ja, im Moment sehe ich keinen Grund, wieso sie mich schonen. Ich glaube, jeder merkt selber, wenn ihm etwas wehtut. Und im Moment fühle ich mich wirklich relativ gut. Es gibt manchmal eine Nacht, dass ich noch ein bisschen Schmerzen habe, aber im Alltag oder im Training bin ich eigentlich absolut nicht eingeschränkt. Ja, neben dem Schwingen natürlich noch andere Hobbys. Ich mache viel mit den Kollegen ab. Wir machen irgendeine Sportart. Das ist eigentlich gleich was: Tennis, Squash, Unihockey. Ich habe eigentlich gerne so ein bisschen die Challenge gegeneinander, um zu schauen, wer der besser ist. Wie gesagt, die allgemeinen Sportarten. Und was ich auch sehr gerne mache, ist mit dem Vater mal, wenn er Zeit hat, nach dem Feierabend, vor allem gerade so im Winter, mal auf das Bike. Und ja, dann können wir so ein bisschen Vater-Sohn-Zeit verbringen und dann mit einem Training kombinieren. Die Saison war eigentlich nicht so schlecht. Schade war einfach die Verletzung, aber er konnte gleich ein Kranzfeldzeit erreichen. Und er hat dort souverän gewonnen. Also von dem her ist nicht ganz alles schief gegangen. So darf man das sicher nicht sagen. Aber wir sind solche, wir schauen immer in die Zukunft, lieber nicht in die Vergangenheit, weil dort passieren eigentlich die interessanten Sachen. Und darum geben wir wieder Vollgas und bereiten uns auf die nächste Saison vorbereiten. Ja, mein Vater hat sicher auch einen grossen Teil dazu beigetragen, dass ich das Ganze vom ESAF verdauen konnte. Er schaut das Ganze noch ein bisschen von einer anderen Perspektive an, wie es zum Beispiel die Medien machen oder ein Trainer. Er schaut es eigentlich so, so an, dass es noch viel Schlimmeres gibt im Leben als das. Aber er ist sicher auch einer, der mich wieder unterstützt und versucht zu motivieren, dass ich den Winter wieder Gas gebe. Und das werde ich sowieso machen. Und ja, das ist eine grosse Stütze für mich. Zeit mit meinem Vater zu verbringen, ist etwas ganz Schönes. Was ich vor allem liebe, sind so die Challenges gegeneinander, einander herauszufordern. Er kann nicht ganz alles machen, wie zum Beispiel schwingen. Schön wäre natürlich mal, wenn wir gegeneinander hätten können schwingen. Das werden wir leider nie können, weil er das Kreuzband kaputt hat und nie operiert hat. Aber auf dem Velo können wir uns eigentlich gut messen. Wenn er Gas gibt, so die erste Stunde habe ich keine Chance. Dann ist er kraftmässig total überlegen. Und wenn wir dann mal eine etwas längere Tour machen, dann steigen dann meine Chancen wieder, dass ich dort etwas besser noch einmal sauber war. Tipptopp. Jetzt können wir noch ein paar Berge leeren, oder? Rosenhorn, Wellhorn, Mittelhorn. Das Wetterhorn, die haben wir letztes Wochenende auf der Schwingerreise gesehen. Huere schön, hä? Schade, ich hoffe, ich komme oben raus aus dem Nebel, aber es war nichts. Müssen wir nachher? Ja, ich glaube, unsere Bindung die ist sehr gut. Wir waren jetzt so 3 Wochen zusammen in der Ferien. Wir hatten wirklich nie ein Gestürm oder so. Und wir sind glaube beides zusammen Typen, die nicht irgendwie den Streit suchen. Also mit uns kann man sehr gemütlich haben. Aber wenn es natürlich irgendjemand aufs Blut reizt oder so, dann können wir schon mal aus der Haut fahren. Aber das muss ich also wirklich sagen, das ist bei beiden ganz, ganz selten der Fall.
Was ich am meisten schätze, ist seine Zuverlässigkeit. Man kann ihm etwas sagen und man kann immer darauf gehen, dass es so wird verhauen und wird klappen. Wenn ich mit ihm etwas abmache, dann ist sein Wort und dann funktioniert das. Wenn ich im Remo zuschaue, so Schwinger ist, ja, eine recht starke Brücke hat, das hat er auch. Ist vielleicht in manchen gewissen Situationen nicht wirklich gerade so gesungen, aber er hat auch mehr aus mancher Niederlage eigentlich wieder, oder vor mancher Niederlage bewahrt. Bei ihm auch. Und das ist noch wichtig, wenn man sich ein bisschen auf das verlassen kann. Die Leute haben manchmal das Gefühl, oh, das war jetzt aber ganz knapp gewesen, da hat er Schwein gehabt. Und selber als Schwinger, wenn man sich eben auf eine gute Brücke verlassen kann, nimmt man das gar nicht so wahr. Also erinnern, das Ereignis mache ich mich nicht mehr, aber das ist schon ein paar Mal erzählt bekommen. Ich war als Kind einer, der nie wollte schlafen und immer wollte spielen. Und mein Vater war halt manchmal schon müde mit Training und Arbeiten. Und ich ging auf und sagte, komm, wir spielen jetzt. Und dann irgendwann hat er die Schnauze so viel voll gehabt, und gesagt, also komm, jetzt spielen wir. Und dann haben wir so lange in die Nacht gespielt, dass ich gesagt habe, jetzt will ich schlafen. Und dann hat er gesagt, nein, jetzt spielen wir. Und dann haben wir so lange gespielt, bis ich ständig eingeschlafen bin. Aber dann ist es nie mehr vorgekommen. Für das Leben eigentlich allgemein gebe ich mir immer mit, dass er auf sich hört, das macht, was ihm Spass macht. Manchmal nicht zu fest links und rechts hört, weil gute Tipps gibt es immer einen Haufen. Aber schlussendlich ist das Bauchgefühl das, was ihm eigentlich den richtigen Weg vorgibt. Dass er den Weg wirklich durchzieht, sein Bestes gibt. Und dann schaut, was aus dem heraus sich ergibt.